bin ich wieder und ja, immer noch auf dem Command Fest in Frankfurt. Und jetzt sind diese vier Booster hier in der Reihe. Kamigawa Neon Dynasty gehört definitiv zu meinen absoluten Lieblingssets überhaupt bei Magic. Ich mochte schon den alten Kamigawa Cycle mit den drei Sets und habe mich total auf Neon Dynasty gefreut. Ich liebe Cyberpunk, ich liebe die komplette Ästhetik und hier sind auch einige gute und starke Karten enthalten in dem Set. Poseidon zum Beispiel oder die anderen Länder aus dem Cycle. Wandering Emperor, auch eine super großartige Karte, die ich damals sogar ja aus einem Draftbooster gezogen hatte. Und deswegen sind meine Hoffnungen hoch, dass hier vielleicht auch der eine oder andere Hit drin ist. Und dann wollen wir mal reingucken. Und dann haben wir den Dokushi Schattengänger, Kami Leuchtfeuer, Gewundener Pirscher, Nachtfalter Patrouille, Unaufhaltsamer Ogre, Kurzschluss, in Vergessenheit geraten, Ninja Kunai, Pakt des Rabauken, Kumano konfrontiert Kakasan, Flickwertautomat, Segen des Poseidon und jetzt kommt die Rare oder Mythic Rare und es ist doch noch eine Ankam. Ich habe mich verzählt. Aber jetzt haben wir hier den Rabauken Bankenknacker als Rare und ein Standardlandebene und ein Geist-Token. So, aufgewärmt, jetzt geht's weiter. Also hier hoffen wir natürlich wenigstens eine Mythic Rare in den vier Boostern. Also mein persönlicher Favorit wäre natürlich die Wandering Emperor. Aber ich nehme auch gerne noch ein Poseidon. Aki Glutüter, unvergleichliche Samurai, Arrest des Vermittlers, explosiver Auftritt, vertrauter Armschutz, Yukais Gunst, Netzwerkterminal, Kami der rastlosen Schatten. Geschichten von Meister Sekiro, oder Sekiro, als wir jung waren, Reitowachposten, rustiger Besucher, Weber der Harmonie als Rare und Bisshand Ninja in Voll Rare, Dornwaldfälle und Konstrukt-Token. Ja, zwei Rares, davon eine Voll in einem Booster, das ist doch schon mal, man sagt, man kann auch hier Dreck auf der Hand haben. Ist doch schon mal ganz nett. So kann es gerne weitergehen. So, Booster 3 von 4. Siebenschwänzige Mentorin, Sonnenklingsamurai, großer Tanuki, Libellenanzug und das Ding erinnert mich immer dermaßen an Neon Genesis Evangelion. Ambitionierter Ansturm, Störungsprotokoll, Zwiesprache mit den Geistern, Schreinhüter. Du bist bereits tot. Azusas viele Reisen, Netzwerkmanschette, Akquise-Oktopus, Dokushi Mundtotmacher und Hommage an Horobi und Dschungellichtung. Und keine Voll? Keine Voll. Drei Packs, vier Rares, das ist doch schon mal ein guter Einstieg und ich hoffe, der letzte Booster haut nochmal richtig auf die Kacke. Sonst sehe ich mich gleich schon wieder an den Stand rennen und noch mehr Booster kaufen. So, Spannungsstoß, Gewundener Pirscher, Netzwerkstörer, Arrest des Vermittlers, Knisternde Emergenz, Trägerin der Erinnerung, automatisierte Handwerker, krallende Qualen, Azusas viele Reisen, Akquise Oktopus, Spitzenpilotenscheinigerin, Düsterkreicher, auch ein super schönes Artwork und Kairi der Wirbelhimmel in Mythic Rare, yes! Und ein Foil, oh Gott, wie sind die jetzt? Na, eins in den guten Ländern. Füllen des Blutvergießens und
Noch ein Token. Okay, gut. Also, ich glaube, Kairi war das Schwächste der Drachen. Oder war es der Gründer? Ich weiß es nicht mehr. Aber trotzdem bin ich zufrieden. Und für 4 Booster ist das schon eine gute Ausbeute. Allein schon hier, das Land ist ja auch irgendwie, ich glaube, 1 Euro wert oder so ein Voll. Also von daher bin ich doch relativ glücklich.